Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Und heute ist es eine Premiere. Ist heute soweit. Das hat sich jeder gewünscht. Nein, eigentlich hat sich das keiner gewünscht. Aber ja, ich reagiere auf mein erstes YouTube-Video. Nicht auf Diam King, weil hier ist mein Kanal, ja. Nein, auf Carrera Live. Das habe ich mal zusammen mit meinem Bruder gemacht. Checkt mal ab. Lasst auf jeden Fall ein Abo da mit Glocke natürlich immer aktivieren. Like und ein Kommentar. Cool. Ach man, das Video ist mir... Wir haben 3 Videos davon. War ich geil. Das ist eine Carrera-Bahn, die haben immer noch im Keller stehen. Ja, wenn ihr weitere Videos sehen wollt, ey, lasst ein Like da. Naja, auf jeden Fall. Die Audioqualität ist nicht so gut, weil ja, Baum. Ich würde sagen, wir reagieren erstmal drauf und starten. Leertaste aktivieren. Ja, oder auch nicht. Allein. Stopp. Allein dieses Intro ist schon. Wenn euch auch so ein Intro wünscht, geil. Die Musik selber gemacht, also. Ne. Warte mal. Eine Ewigkeit später. Wir haben das ja auch selber gemacht gehabt. Hallo und herzlich willkommen auf unserem neuen Kanal. Carrera Live. Wundert euch bitte. Diesem nicht. Kanal berichten wir von aktuellen Rennen. Heute ist das Rennen der Giganten. Giganten, alles klar. Mercedes gegen Porsche. Mal gucken, wer gewinnt. Gleich fängt das Rennen an und freut euch drauf. Es wird spannend. Ja, moin. Und es war wirklich ein bisschen spannend und wir bitte ja mit dem Tablet aufgenommen. Mach das mal nach. Ja, Startbild eingefügt, weil. So, dann starten wir mal mit dem Rennen. Zuerst machen wir ein Qualifying, um die Position herauszufinden. So, dann kommen wir zum Qualifying. Ja, erstmal hier komplett nervös. Also bitte wundert euch nicht, hier hat keiner irgendwie eine Krankheit oder es. Ja, keine Ahnung, ist ja. Das Qualifying startet jetzt. Und Mercedes hängt hinten. Ja, hier. Jeder aber. Hallo? Warte mal. Hier, das bin ich. Ich erkläre es vielleicht nochmal. Das bin ich. Das ist mein Bruder mit seinem Mercedes SLS AMG. Das hier ist der Porsche RS. Ey. Zum Qualifying. Ja, ist ja gut. Und Mercedes hängt hinten. Ja, hier Pole Position. Aber schon in der ersten S-Kurve kann Mercedes an Porsche vorbeiziehen. Oh mein Gott, Alter. Ey, meine Stimme. Das ist jetzt anders an, ey. Und der Sound, aber hier, komm mal, guckt euch das an. Es wird ein spannendes Rennen. Qualifying, bitte. Danke. Porsche holt langsam auf, aber Mercedes ist auf der Geraden einfach schneller. Ha? Was ist denn nur mit Porsche los? Ja, frage ich mich auch. Haben wir die Reise nicht aufgewärmt oder? Scheiße. Ach Mann, ey, das ist immer noch auf YouTube, ey. Ich mach den Link mal in die. Ja, gut, hier sieht man nochmal ziemlich professionell. Kamera ist da. Zweite Perspektive. Ja, war krass. Wie steht noch mein Ferrari, Alter? Da haben sie die falsche Mischung genommen. Staubsauger, keine Schleichwerbung, aber. Wer weiß. Aber. Mercedes kommt gut aus der Kurve raus. Oh. Fast kein Griff. Und es bleibt spannend. Was? Mal gucken, wer auf den ersten Platz kommt. Ja, hier so. Jetzt ist hier die Zeit ab. Und es ist. Da hört man auch nochmal. Team Porsche. Er hatte die schnellere Runde. Ja, weil es halt ein Qualifying war und das hier zählt nicht. Ich war aber die 2 und mein Bruder die 1, also der, ja. Ich hoffe, ihr wisst, was er meint. Ja, erstmal hier schön der Bahn von hinten noch angeklopft. Gute Leistung, Luis, gute Leistung. So, jetzt kommen wir zu dem Rennen von 20 Runden. Porsche startet auf Platz 1 und Mercedes auf... Warte mal kurz, Boys. Oh Gott, hier die Tür aufmachen, nicht dass ich glaube, weil ich soll eigentlich Besucher warten, aber jetzt habe ich den Kopf auf. Ja, Hashtag klingeln zu leise oben. Auf Platz 2. So, ja. Das Rennen startet
jetzt. Ja, startet. Und wer erwischt den besseren Start? Und wer es ist? Marcel. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Alter. Beste Reaction. hier. Playmobil, Leuchter. Gut, hier. Ja, weißt du, was das Lustige war? Hier ist unsere Abspülung, also vom Klo. Immer, jemals, wenn da immer einer auf Klo war, ne? Und dann abgespielt wurde, hört man so, wie das, die ganze, wie das da abläuft. Naja. Super, oh mein Gott. Oh perfekt mein Gott. In den Chor. Oh mein Gott. Oh, und, oh ey. Und den Schwung immer aus. Immer den Schwung aus. Ist, ja. Nehmen Sie. So, das sind die guten Fahrer von Mercedes. Ja. Er lobt sich gerade selber, ist auch egal. Was ist mit Porsche los? Was ist da los? Der hängt so weit zurück. Ich denn? Ja, aber da komme ich wieder. Ob er es noch schafft. Bleibt aber immer noch spannend. Ah. Oh, gute Kurve. Oh, 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 jetzt Zeitlupe. Oh mein Gott. Und? Oh, oh mein Gott, dieser... Oh, was vor. Jetzt kommt der Porsche und Barrett hat vor rein. Hier, Bremslichter sind da. Also ich finde Carrera ist immer noch cool. Movie Maker, by the way, geschnitten. Ja. Ich glaube, ich habe das sogar geschnitten, oder? Keine Ahnung. Ich habe auch noch ein Video, wo ich kommentiere. Ist vielleicht so, das haben wir schön in der Zeitlupe gesehen. So, jetzt werden die Autos wieder draufgestellt und es kann weitergehen. Ja, es kann weitergehen, aber ey, Movie Maker immer noch ein Top-Programm. Ist no joke. Weitergehen. Mercedes ist immer noch vorne. Ja gut, warte mal, das hier wollen wir ja nicht sehen. Wir gehen ja auf den Kanal. Ich frage mich, wieso 96 Aufrufe, 4 Likes, 1 Dislike. Danke nochmal an den hier. Hier, das habe ich geschnitten, ja? Okay, das, ja. Aber das hier ist doch schon viel besser. Warum habe ich nur... Aber wer hat mir immer einen verfickten Dislike gegeben, Alter? Jetzt. Hört zu mir. Das geile Intro. Hallo und herzlich willkommen zu und Moment mal. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Carrera Live. Nickname. Hey, warte mal, ich muss euch was zeigen. Oh, ich schweife hier komplett vom was haben wir denn hier für ein schöner Hintergrund? Das schreibt mir mal rein, wie ihr das hier findet. Lasst ihr mal ein Abo da. Nee, aber schreibt mir mal wirklich rein, wie ihr das hier findet. Habe ich für ihn, für Nick. Der auch manchmal mit mir spielt, designt. Finde ich nice. Wenn ihr auch sowas haben wollt, ja, lasst ein Like da oder schreibt in die Kommentare. Ah, jetzt geht's weiter. Mit dem besten Video, ja, ja, ja. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Carrera Live. Oh mein Gott. Heute am Start der Porsche RSR und der Mercedes SLS AMG. Da sage ich doch. Wir fahren heute wieder ein Rennen. Vielleicht mit den gleichen Autos wie das letzte Mal, aber mit neuen Fahrern. Viel Spaß dabei! Alter. Okay, okay. Warte, mit neuen Fahrern haben wir gerade gesagt. Ja, weißt du doch. Jetzt starten wir mit dem Qualifying um den Junge. Warum pull ich so rein? Frage ich mich jetzt echt. Sport immer noch, Alter. Wenn wir mal groß verzogen. Ersten Platz herauszufinden. Oh mein Gott, Alter. So, gleich leuchten die Lampen auf. Oh. Es beginnt. Okay, okay, warte mal. Ja, warte mal. Und der Porsche ist gut in den Kurven, aber der Mercedes ist immer besser auf der Geraden. Er hat die bessere Beschleunigung. Oh, oh, oh mein. Ein Crash tritt aus. Und der Mercedes ist rausgeflogen. Ja, also mein Kommentarstil war schon, also das, was will man dagegen sagen, wie mein Kommentarstil, Alter. Bester Kommentarstil. Hat sich, finde ich, also er hat sich eher verschlechtert heute. Ein spannendes Qualify. Und da ist es auch schon zu Ende. Oh. Jetzt kommen wir zu den Zeiten. Der Mercedes war 23 Runden schnell, langsamer als der Porsche. In diesem 20-Runden-Rennen wird entschieden, wer die weiteren K-Punkte bekommt. Ach, Mann, ey. Ich feier das. Nun kommt doch schon der Countdown. Der Mercedes hat einen perfekten Start hingelegt.
Oh mein Gott, nein, ich fliege jetzt und nicht. Und der Porsche, oh, ein perfekt. Oh mein Gott, Alter. Für diesen Trick mal bitte ein Like da lassen. Weil ich muss meine Kopfhörer immer noch auf der Seite. Alles klar. Oh mein Gott. Oh, ja. Schön aus der Kurve beschleunigt. Und Zugriff. Und der Mercedes führt immer noch. Und wieder ein Kleintriff. Oh nein. Ich glaube, das war's mal wieder komplett. Bam. Und da fliegt der Mercedes auch schon. Und der Porsche fährt da vorbei. Ach Mann. Er hat voll zu viel schnell die Kurve genommen. Der Porsche hat kurz geführt, aber jetzt hat der Mercedes die Führung wieder übernommen. Ja, also vielleicht für als Erklärung, die Carrera, das ist nicht normal, das ist eine Carrera 1:32. Kostet auch relativ viel Geld, aber da kann man, kann man die Spuren wechseln. Keine Ahnung, da gibt es hier halt so Spurwechsler und alles. Warte mal, ich muss kurz hier was unterscheiden. Hallo, das heißt Hashtag cool, nicht cool Hashtag. Schön die Kurve genommen. Oh. Auch die S-Kurve, sehr schön. Ja. Und, Und schon wieder. Aber die Bahn ist echt geil. Gleichstand. Sie sind perfekt am Fahren. Die Fahrer müssen sehr hoch konzentriert sein. Genau, Luis. Müssen sie auch. Perfekt die Kurve. Aber wenn ich mich daran denke, wie ich mich damit durchgequält habe mit dem Kommentieren, Alter, ich habe bestimmt ein paar Mal gemacht so. Aber genommen, auf der Geraden schön beschleunigt. Oha. Und wieder schön getriftet. Der Porsche ist wohl ein Triftmonster. Schon wieder. Auf der Geraden, aus der Kurve, gut beschleunigt. Junge, ich plärt's aber so laut, das ist unfassbar. Muss ich ein bisschen runterstellen. Und der ein Crash. Oh, Alter, Junge. Warte mal, wir gucken mal hier weiter. So. Der Porsche nimmt aber wieder die Verfolgung auf. Oh, da ist der Porsche draußen. Das war's mal wieder. Habe ich das nicht reingestellt? Alter, bin ich. Der Porsche nimmt aber wieder die Verfolgung auf. Nee, ich bin wieder reingeflutscht, genau, oder? Und in der letzten Runde, was macht der Porsche da? Das war's mal wieder komplett. Was habe ich da gemacht? Warum bin ich in der letzten Runde in Pitstop gefahren? Also wir haben hier so Anzeigen, der Tank, ich bin 2. Nee, warte mal. Warte, wie wurde das angezeigt? Alter, ich bin verwirrt. Auf jeden Fall ist es ein Pitstop und hier sieht man, wie viel Sprit man noch drin hat. Und ich hatte keinen Sprit mehr in der letzten Runde, weil ich nicht drauf geachtet habe. Einfach reingefahren, ne? Wieso fährt er noch in die Box? Er hätte noch gewinnen können. Wo dran hat gelehnt? Halt die Lehnen. Das ist natürlich immer so die Frage. Ich sag natürlich immer, woran halt die Lehnen. Da fragt man sich nachher natürlich immer, woran gelehnt hat. Und ich natürlich immer, wo dran gelehnt hat, ja gut. Was war der Porsche? Was? Dessen nicht bewusst. Und der Mercedes fährt noch ein paar Siegerrunden. Ja, und soll auch da jetzt in die Box fahren. So. Ach, Alter, wie hab ich geplärzt, Alter. What the fuck? Jetzt kommen wir zu den Zeiten. Es war sehr knapp. Es ist 280 Hundertstel. Abonnieren. War der Porsche langsamer. Alter, das ist wirklich vielleicht ein Wimperzucken. Wimperzucken. Das Rennen hat 2 Minuten 26 Sekunden und 162 Hundertstel gedauert. Ein sehr spannendes Rennen. Ja, abonnieren uns und bis zum nächsten Mal. Es wird bald wieder ein neues Video geben. Tschüss. Weißt du? Aber ich fand das gar mal so schlecht. Warte, jetzt guck mal, wie viel Aufruf hat der. Ja, 2 Millionen, alles klar. Warum, frage ich mich. Wieso hat der mehr? Okay, das hat die aber. Junge, bei uns war das doch dasselbe. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Autorennbahn-Lyrik. Und das, was wir jetzt... Ach, Mann, ey, das war's mal wieder komplett. Ja, ich würde sagen, die kleine Folge... Reaction auf das hier. Könnt ihr aber gerne hier auf den Channel abchecken. Ich würde damit niemals was passieren wieder, weil ich wahrscheinlich das Passwort. Okay, das ist auch eine andere Geschichte. Ja, also. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen unterhalten, meine Reaction. Ich bin im Moment in Urlaub, wenn ihr das Video seht. Deswegen auch kein Livestream. Dazu kam auch schon ein Video. Da würde ich sagen, lasst dafür mal ein Like, abonniert Carrera Live und haut rein. Ciao.